in der Saison dabei waren, aber zum Ende nicht mehr. Einen Applaus für Martin Ara, Georg Margreiter und Roland Linz. Geschätzte Damen und Herren, liebe Austria-Familie, zwei junge Spieler werden wir jetzt auf diese Bühne holen. Sie haben im Kader Bundesliga Luft schnuppern dürfen. Begrüßen wir Sascha Horvath und Ismail Dacuri. Mannschaft, präsentiert in aufsteigender Reihenfolge der Rückennummer. Er ist die Nummer 1, musste sich aber mit der Reservistenrolle begnügen, wofür er definitiv ein bisschen überqualifiziert ist. Ein verlässlicher Tiroler, ein intelligenter Typ mit viel Routine. Unser Kunde 1B, Pascal Grünwald! Im Sommer zur Austria gekommen. Er hat sich sportlich super entwickelt. Nebenbei hat er vor kurzem die Schule abgeschlossen. Kann sich in Zukunft also voll auf seine Profikarriere konzentrieren. Der Trainer sieht in ihm Zukunft auf der Sechserposition und meint obendrein über ihn der ideale Schwiegersohn. Und das ist Sebastian Wimmer. Kam er noch im Sommer in Topform, entwickelte sich zur Fixgröße und dem Ruhepol in der Abwehr. Bewundernswerte Zweikampfwerte und ausgesprochene Kopfballstärke zeichnen ihn aus. Ich freue mich, wir freuen uns auf Kaya Rogul! Der ihn als Backup hat. Nur aufgrund der überragenden Innenverteidiger kam er zu keinem Fixplatz. Trotzdem gab es 9 Einsätze und er ist sicher ein Versprechen für die Zukunft. Außerdem ist er der Mr. Party. Heute ist sein Abend, Lukas Rothbuller. Bringt alles mit, was einen Klassenspieler ausmacht, verfügt über eine sehr gute Passtechnik, konnte in dieser Saison seine Hoffnungen aber noch nicht ganz realisieren. Trotzdem hat auch er mit 2 Assists einen Anteil am Meisterteller. Liebe Freundinnen und Freunde des gepflegten Fußballs, hier kommt Dare Vrsić. Austria Akademie. Ein technisch hochbegabter, ehrlicher Typ. Er pendelte zwischen den ersten Elf und der Ersatzbank. Aber er ist ein Spieler, der jederzeit Matches entscheiden kann.
Tore unter anderem beim großen Wiener Derby. Unsere Nummer 8, Tomasz Sinkowicz. Zurück nach Wien gekommen, hatte wenige Trainings mit der Mannschaft, daher auch wenig Einsätze. Aber wir kennen seine überragende Technik. Und wir alle kennen Nasser Barasic. Seine Nummer ist bei Austria eine schwere Bürde, aber spätestens in der Frühjahrssaison hat er bewiesen, dass er der ideale Spielgestalter ist und diese Rückennummer völlig zurecht trägt. Er hat die Nummer 10, Alexander Grünwald! Der Trainer sagt über ihn, er ist ein tschechisches Schlitzohr am Platz und abseits des Stopps. Mittlerweile spricht er schon sehr gut Deutsch, hat wohl seine beste Saison bei Austria gespielt und brachte es auf 10 Tore und 13 Assists. Es ist eine Freude, seine Tore anzusagen. Tomasz Jun! Die Frisur hält. In allen 36 Bundesligaspielen der Saison hat er das Tor der Wiener Austria gehütet. Und wie? In einer unglaublichen Saison gab es nur 31 Gegentore. Seine Rückennummer ist die 13. Er ist unser Heinz Lindner. Nur ganz wenige Ausnahmestürmer haben in der Geschichte der Bundesliga mehr als 30 Tore erzielt. Große Austrianer wie Toni Polster oder Walter Schaffner. Dort reiht er sich jetzt ein. Unser Stürmer mit Torgarantie. Seine Rückennummer ist die 16. Wir freuen uns alle auf Philipp Hosinger. Ungemein viel für die Mannschaft und ist mit erst 30 Jahren schon einer der Routiniers. Das Missing Link zwischen Defensive und Offensive.
Unsere Nummer 17 wurde hier angekündigt. Florian Mader. Spieler trägt sein Alter auf dem Rücken und hat unglaubliches Potenzial. Hat sich in seinem ersten Jahr in Wien etabliert und wir werden noch viel Freude mit ihm haben, obwohl er auch schon diese Saison bei 7 Spielen seine Klasse gezeigt hat. Uli meinte unsere Nummer 18. Begrüßen wir Thomas Murk. Viel zum Erreichen der Meisterschaft beigetragen. Denn die Mannschaft und das Trainerteam wissen, was sie an ihm haben. Er ist das Sonnenschein im Team. Ja, vielleicht geht jetzt auch mit ihm die Sonne auf, weil der Uli ist schon sehr, sehr kalt. Also, kommt zu uns, Marko Stankovic! Noch niemals für einen anderen Club gespielt als für Austria Wien. Als torgefährlicher Außenstürmer hat er sich nach vielen Verletzungen einen Fixplatz in dieser Saison erarbeitet. Wir gratulieren zu einer tollen Saison. Wir gratulieren unserer Nummer 20, Alexander Gorko. Dass man an Markus Suttner einfach nicht vorbei kann. Aber er hat das hundertprozentige Vertrauen vom Trainerteam, deswegen wurde sein Vertrag vor kurzem auch verlängert. Wir haben keine Probleme mit ihm, denn hier kommt Marin Leonards. Seiner Leistungen in den Profikader gerückt, hat aber 2 Einsätze mit seinem Dribbelstarken Spiel überzeugt. Die schnellste Maus vom Favoriten. Und sein Nummer 23, Zudan Spiridonovic. Scheiterte an der starken internen Konkurrenz im Defensivbereich. Ein verlässlicher Typ mit Bundesliga-Qualität. Wir werden in Zukunft ihn noch oft sehen, hoffentlich. Gemeint ist unsere Nummer 24, Römo Mali. Im Spiel
richtiger Falken. Er ist ein Vorzeigeprofi, der das Leben aber durchaus auch genießen kann. Er hat eine Wahnsinnssaison gespielt, gehört zum Nationalteam Australiens und war wohl der beste Sechser der Liga. Australia bei der Wiener Austria, James Holland. Die Nummer 26, unser Ersatztorhüter, kommt aus Kroatien. War immer loyal zur Nummer 1. Er ist ein absoluter Teamplayer und hat seine Qualitäten auch schon im Cup bewiesen. Und daher freuen wir uns jetzt auf Ivan Kartum. Meistersaison auf 25 Einsätze gebracht. Der Trainer sagt über ihn, er legt sein Herz auf den Platz, gibt immer alles für die Mannschaft und schont weder sich noch den Gegner. Und er hat immer eine Garde. Ganz sicher auch heute unsere Nummer 27, Emir Dilava. Wohl unerreicht. Mit diesem Meistertitel hat er endgültig bewiesen, dass er reif ist für eine große Karriere. Mittlerweile ist er auch das Sprachrohr der Jubelgesängen und außerdem der penible Kassier und Verwalter der Mannschaftskasse. Uli, du kannst nur unseren Sutti meinen, die Nummer 29, Markus Suttner. Aus der Asche. Hat zu Beginn der Saison die Chance bekommen, Chance genützt und es auf 21 Einsätze gebracht. Respekt, Fabian. Dieser Fabian ist unsere Nummer 30. Fabian Koch! Spielsystems, aber ein super Stürmer, ein super Typ und mit seinen 7 Toren und 4 Assists wesentlich zum Gewinn der Meisterschaft beigetragen. Holen wir ihn auf die Bühne hier am Wiener Rathausplatz, unsere Nummer 42, Roman! Genau. Das Betreuerteam und alle, die hier bei der Austria mit dabei sind, auf der Bühne. Sie sind fast alle komplett. Aber zwei fehlen noch. Zum einen, und das wollen wir jetzt natürlich ganz speziell zelebrieren. Liebe Freundinnen und Freunde des gepflegten Fußballs, liebe Austria-Familie, hier kommt Bi!
Peter Stöger! Pflegt intensiven Kontakt zu den Fans, bemüht sich um alle und spielte wohl die Saison seines Lebens. Unseren Kapitän werden wir, glaube ich, dreimal auf die Bühne bieten, das schaffen wir schon. Also, unsere Nummer 14 ist angesagt. Manuel! 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 Da kommt unser Kapitän! Müssen wir hier genau ein bisschen hier einen Halbkreis machen. Kommen wir Stickerl zurück, lügen wir aber, aufpassen, dass er nicht runterfällt. So, machen wir das so. Genau. Zwei Herren werden jetzt auf die Bühne kommen, denn jetzt wird natürlich noch einmal und damit endgültig der Meisterteller an die Mannschaft und natürlich an den Kapitän überreicht. Bis es soweit ist, wird es noch ein bisschen dauern, denn jetzt bitten wir mal auf die Bühne zum einen den Bürgermeister der Stadt Wien, Michael Häupl, und unseren Präsidenten Wolfgang Katzian. So, irgendwo müssen wir den Herrn Bürgermeister auch durchlassen. Da ist er. Der Bürgermeister.